Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RimWorld im neuen Jahr hier auf meinem Kanal. Ja, es geht weiter mit unseren Siedlern und, oh, die schlafen ja alle. Das, ja, das ist nicht so schön. Es zeigt wieder die Interesse, die sie an den Tag legen, ne? Oh, ein Großhändler, Moment. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Sie sind unter dem Namen AE Kapitalgesellschaft bekannt. Sie sind Großhändler. Okay, gut, das ist schön zu wissen. Lilith, mach mal bitte was. So, ruf mal an da. So, was haben die so anzubieten, was wir gerne haben wollen würden? Also die müssten ja jetzt richtig viel haben. Ja, das sind jetzt, ja, so groß ist dieser Großhändler jetzt nicht. Wie viel Neutramin haben wir eigentlich gerade noch? Naja, das ist, nee, komm, das kaufen wir nicht. Bauteile auf jeden Fall und solche. Wow, ein Hightech-Bauteil, ein richtig großer Großhändler. Also das, ich bin begeistert, ja. Aber okay, Stahl und Plastahl kaufen wir. So, aber wir können verkaufen hier das da und das da. Wir könnten eigentlich das ganze Zeug hier verkaufen, oder? Weil das ganze schlechte Kleidung wollen wir ja sowieso nicht. Komm, weg damit. Alles weg damit. Also schlechte Kleidung. Nicht super gute Kleidung wollen wir sowieso nicht. So, also alles weg hier. Ja. Sollen unsere Schneider wieder was Schöneres schneiden? Für das haben wir sie. So. Verkaufen. Und hier ein paar schöne Skulpturen. Ich komme aber trotzdem nicht ins Plus. Ich will ins Plus kommen. Ja, weil wir 706 Stahl kaufen, oder? Und 223 Plastahl. Ja gut, komm, ist egal. Annehmen. Go. Sehr schön. Wie viel, müssen wir jetzt überhaupt mal kurz gucken. Wir haben 60 normale Bauteile und 2 Hightech-Bauteile. Ja, Hightech-Bauteile ist ein bisschen Mangelware. Leider. So, Stahl war gut, dass wir gekauft haben. Plastahl, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht mehr. Neutramin wollte ich eigentlich gucken. Wo sehe ich denn das? Ist das hier wo? Ja, gut, haben wir noch mehr als genug. Das passt. Das passt. So, Medizinpäckchen passt auch noch. Haben wir auch noch genug, hätte ich gesagt. Haben wir da 75? Ja. Gut, alles okay. Oh, eine Vorratskapsel kam auch irgendwo runter. Wo? Oh, Fleisch. Ja, komm, Hasenfleisch. Nehme ich. So, das Zeug tragen wir weg. Was wollte ich eigentlich jetzt noch machen? Stimmt, diese komischen Kapseln könnte ich ja eigentlich auch abreißen. Weil die brauche ich ja eh nicht. Da kommt nämlich, glaube ich, auch zumindest ein bisschen was raus, oder? Mal gucken. Wenn ich die abreiße, was die bringen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass sie leicht beschädigt sind. So. Ja, oh, sehr schön. Stahl und Uran, wunderbar. Was will man mehr? Was will man mehr? Was will man mehr? So, wie sieht es eigentlich aus? Wo haben wir? Hier ist Heugras. Ich bin mir nämlich am Überlegen. Ich bin nämlich jetzt am Überlegen. Baumwolle. Was habe ich hier? Kartoffeln, Mais, Reis, Baumwolle. Baumwolle habe ich irgendwie doppelt. Ob ich nicht Heugras doppelt mache für die Tiere dann, weil ich möchte ja eigentlich nicht, dass die Tiere mein Zeug fressen. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Sondern ich möchte, dass die Tiere wirklich schön ihr eigenes Zeug fressen. Ja. Darum wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir mehr Heugras hätten für die Tiere. Ich meine, gut, das können sie hier eh fressen. Ja. Das ist eh okay für mich. Was haben wir da eigentlich? Bionischer Arm. Aber naja. So, wie ist der Baufortschritt hier eigentlich? Eieiei, das ist, ich weiß ja nicht. Hightech-Bauteile natürlich. Aber die normalen Bauteile sollten, glaube ich, alle da sein. Das bedeutet, wir könnten eigentlich jetzt einen hinsetzen und hier ein bisschen Hightech-Bauteile machen lassen, oder? BT-Bauteil, das ist Priorität niedrig. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich will ich das bevorzugt machen, oder? Ah, schön. Wir haben den Widerstand von Colonel gebrochen, ja. So, weil wenn das bevorzugt ist, dann kann man da... Gut, aber dann muss ich da auf jeden Fall ein weiteres Lager noch machen für Hightech-Bauteile. So. Dann kommt da... Moment, das nennen wir hier Bauteil Hightech-Bauteil. Ja. Huch, oh. Und da bringen wir das Produkt dann hin. So. Details. Bauteil, Hightech-Bauteil, genau. Sehr schön. Aber wir setzen... Wow.
Da ist leichtes Leder jetzt drin. Ja, das genau das wollte ich erreichen. So, wir machen die Priorität auf jeden Fall niedrig. Ach, nein. Ein Überfall. Stammesmitglieder der Fraktion, die Xigotol der Priest in der Nähe aufgetaucht. Es sieht so aus, als ob sie den Tunnel graben wollen. Huiuiui, das ist natürlich nicht so schön. So. Aber da kann ich gegenwirken. Da kann ich gegenwirken. Ich lass mich nicht untergraben, ja. Das geht ja gar nicht. Da schauen wir mal, was da so rauskommt. Moment. Laufen die wieder alle? Naja, vielleicht ein bisschen zurück. Die Heuschrecke ist los. Ach, hey. So, ihr dürft gern angreifen. Genau, wunderbar. Tötet die Heuschrecke. Gut, Heuschrecke ist tot. Nein, nicht mein Tier töten. Lasst mein Tier in Ruhe. Freunde. Ich glaube, die wollen sich da an mir rächen. Die töten wirklich mein Tier. Toll. Nein. Das ist ja ein Wahnsinn. Das geht. Nein, mein Tier brennt. Ach, ey. Ich glaube, das wird nicht gut. Ja, haut ab. Haut ab. So, gut. Schnell rettet. Ah, nein. Ich glaube, mein Tier überlebt das nicht. Alles außer Nahrung. Ja, komm. Witch, bitte schnell retten. Hörst, du machst das. Ich habe da vollstes Vertrauen in dich. Ja, gut. Da bin ich gespannt, ob Hörst das überlebt. Zumindest haben wir den Angriff ganz gut überlebt. Da bin ich sehr froh drüber. Es ist keiner gestorben bei uns. Oh nein, Feuer! Ja, gut. Feuer! Ah, ich weiß, dass da Feuer ist. Neuer Rekrut, sehr schön. Wir haben einen neuen Rekrut. Cool. So, und der neue Rekrut bekommt auch gleich hier ein normales Maschinensturmgewehr. Ja, Behandlung benötigt, ich hoffe. Oh, Raufbold trägt Fernkampfwaffe. Das ist natürlich nicht gut. Ah, ist der Raufbold, oder was? Eigenschaften Raufbold. Na, das ist ja jetzt nicht so gut. Gut, bitte. wirf jetzt bitte das Sturmgewehr wieder ab. Das ist natürlich jetzt doof, dass der ein bisschen Raufbold ist. Jetzt können wir ihm die Waffe leider nicht geben, weil sonst würde er dauernd um sich schießen. Ist natürlich nicht so ideal. So, haben wir das jetzt eigentlich fertig gemacht? Priorität niedrig und ich möchte da nur hergestellt, ne, wo ist denn das drin? Dann Rohstoffe, Gegenstände. Ah, eine Vorratskapsel. Moment, da muss ich kurz hinspringen. Trockenfutter, ja, Trockenfutter nehme ich gern. Wie kann ich denn Trockenfutter bauen? Also machen selber. Muss ich vielleicht noch irgendwas machen? Trockenfutter wäre natürlich ideal für meine Leute. So, ich wollte ja eigentlich... Wo ist denn das jetzt hier? Waffen, Kleidung, Gebäude, Brocken, Leichen. Unfertig. Nee. Rohstoffe ist das ja auch nicht. Hergestellt. Eigentlich müsste es hier drin sein. Bauteil. Hightech-Bauteil. Das ist ja eh. So, zack. Super. So, ihr seid hoffentlich alle außer Lebensgefahr, oder? Sonnenfinsternis, na toll. Ja, Stichrekurvbogen. So, der ist sowieso verarztet und das passt gut. Und jetzt liegt hier ein normales Maschinengewehr rum. Das ist, passt nicht so gut. Ja, ich befürchte, Gas muss jetzt... Oh, Gas ist adrett gekleidet. Guck mal, der hat sich einen Hut aufgesetzt. Was ist denn da los? So, das ist wahrscheinlich auch von... Ne, F-Geni arbeitet hier. Okay, dann darf Gas jetzt... Was macht er jetzt? Nein, du brauchst nichts. Nee, du produzierst hier Dinge auf den Arbeitstisch. Wir brauchen nämlich Hightech-Bauteile. Sonst wird das nichts mit uns, ne? So. Gut, wie kann ich Trockenfutter für Tiere machen? Das sollte ich mir vielleicht noch angucken. Na toll, was ist denn jetzt? Angefragte Karawane machen wir sowieso nicht. Ein hiesiges Tier, Waschbär, ist verrückt geworden. Ach hey, ein Waschbär. Ja. Tja, danke Urankugelgeschütz. Ein Schuss, präzise getroffen, passt. So. Gut. Produktion.
Ist es vielleicht hier eine Maschine, die essbare Nährstoffpaste aus organischen Rohstoffen herstellt? Diese Rohstoffe müssen über Trichter extra Gebäude eingeführt werden. Er benötigt weniger Zutaten und weniger Zeit als andere Herstellungsarten, aber niemand mag Nährstoffpaste. Er akzeptiert rohe Nahrung, aber kein Tierfutter. Wie bekomme ich dann Trockenfutter? Das ist eine gute Frage. Kann ich das hier am Herd machen? Nee, oder? Dörrfleisch kann ich hier machen. Brauche ich aber nicht. Ich möchte ehrlich gesagt Trockenfutter. Boah. Gut, Trockenfutter packen wir da natürlich auch rein. Achso, ist eh. Okay, haben wir schon wieder nicht mehr. Aber wie komme ich zu Trockenfutter? Ist echt eine gute Frage. Ach hey. Evgeny hat eine Krankheit bekommen, einen Herzinfarkt. Dies wurde verursacht von Arterieverstopfung stark. Ach ja je. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Behaupte ich jetzt mal. Trockenfutter. Böden, diverses. Sicherheit, wahrscheinlich auch nicht. Nein, Strom. Ah, Witch kann wieder laufen. Cool. Unser Tier hat sie überlebt. Was, bewusstloser Kolonist? Ach, ihr könntet den vielleicht... Hallo? Könnte den vielleicht irgendjemand retten? Der hatte einen Herzinfarkt. Wahnsinn. Leute. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Er liegt da einfach rum und keiner hilft ihm. Das ist... Ich weiß ja nicht, ne? Ich bin mir gar nicht sicher... Nee, aber Nährstoffspender, da bekomme ich nur... Ach hey, das Ding ist riesig. Hab ich eh keinen Platz dafür. Aber ich glaube, da bekomme ich nur... Nährstoffpaste raus, ja? Und kein Trockenfutter. Moment, schauen wir mal kurz. Was? Ach hey. Evgeny ist an einem Herzinfarkt gestorben. Oh. 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 Das war jetzt unerwartet. Ui. Ja, müssen wir kurz eine Trauerminute einlegen. Puh. Das ging schnell, ja. Herzinfarkt ist was Schlimmes. Puh. Ja, das war halt... Ja, das ist nicht so schön. Ach komm. Stammesmitglieder der Fraktion, die Xigotol der Prairie, die sind ganz schön nervig in letzter Zeit. Sie werden sich für einen Angriff noch vorbereiten. Ja, bin ich gespannt. Dann sollen sie sich mal vorbereiten, dann schauen wir mal, was passiert, ja. Wir dürfen nur nicht übersehen, wann sie angreifen. Ja, der Gelbe schläft da, das ist okay. Wir lassen die jetzt diesmal einfach angreifen, ja. Weil, dann kommen sie ein bisschen runter. Oh, starten den Angriff, okay. So. So, dann stellen wir, wir sammeln uns mal hier oben irgendwo, hätte ich gesagt. Bin gespannt, wo die hinlaufen. Ah, sehr schön, sie laufen ins Arteriefeuer rein. Ins Artilleriefeuer. Artilleriefeuer, genau. So, da drüben werden sie schon langsam schon getötet. Wunderbar, so gefällt mir das. So, und sie fliehen schon wieder. Tja. Moment, wir hätten da einen. Xena, komm, rette doch bitte das Stachelschwein. Gräber. Oh. Moment. Hast du das jetzt gemacht? Nee, ich möchte, dass du den rettest. Danke. Also gefangen nehmen. So. Die alle mitnehmen hier. Oh, da ist noch so ein Höhlenkäfer. Wieso liegt da noch ein Höhlenkäfer rum? So, da sind auch noch ein paar. Da ist auch noch einer. Ja, das war jetzt okay. So, ist der jetzt... Genau, der ist jetzt hier. Okay, der wird jetzt schön behandelt. Und wir werden hier auf jeden Fall anwerben. Und beste medizinische Versorgung ist zwar jetzt eh schon zu spät, weil... Er wurde schon mit schlechter Medizin versorgt, aber naja. Er hat hier so ein schönes blaues Zimmer da.
Da bin ich mir fast sicher, dass der hier gut sich gut fühlt, ja. Was haben wir da eigentlich? Also Verkaufslager alte Kleidung war das, ja. Gut, jetzt ist das Rätsel aber immer noch nicht gelöst, wie ich hier... Toll, Heu... Jetzt ist es wieder weg. Oder kann ich das hier in Hydrokulturbecken anbauen? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das nur... Oder Heugras. Moment, schauen wir da mal. Eine Mischung nährstoffreicher Gräser, die größere Mengen Heu ergeben. Heu ist ein gutes Tierfutter, aber ungenießbar für Menschen. Ja, das ist okay. Ich habe so viele Tiere, dass ich in Wirklichkeit 2 so Heufelder machen müsste. Aber jetzt keinen Platz mehr dafür habe. Und darum werde ich, glaube ich, hier, weil Stoff habe ich ja eigentlich jetzt genug, werde das Feld jetzt umbauen zu Heugras. So, oh, da ist was weiter fertig gebaut worden. Das ist ja schön. Wie viele Siedler habe ich eigentlich? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okay. 3, 6, 9, 10, 12. Okay, da brauche ich noch. Da muss ich noch ein bisschen ranbauen. So. Einmal so. Sieht ein bisschen komisch aus, das Ding, aber naja, hilft nichts. Also, da haben wir 10, 13, 14, also 10, 16. Gut, das müsste dann reichen, hätte ich gesagt. Boah, aber da brauchen wir noch so viel Hightech-Bauteile. Gas, was machst du eigentlich? Ach, er näht wieder. Gas, ich möchte eher, dass du hier das machst. Ich weiß, unser Schneider ist leider... Können wir das abbrechen? Ist leider von uns gegangen, aber ich denke, es kann jemand anderer auch schneidern, oder? Gas. Schneidern hat er 2. Schauen wir mal, wer ist denn sonst so gut in Schneidern? Ist der Schläger... Ja, komm, weißt du was? Soll der jetzt in Zukunft schneidern? Ist ja okay. Boah, der ist... Oh, Forstwirt ist der gut. Komm, der macht der 2. Landwirt ist der auch gut. Also hier Feldarbeit. Bauarbeiter ist in Wirklichkeit auch gut. Der ist ja eigentlich der Colonel. Der Colonel ist echt nicht schlecht. So. Aber wir wollten was anderes auch noch. Hier auf 1 beides. Ja, damit wir immer schön Feuerwehr spielen. Und, oh, Hörst Hilfsarbeiter, der wäre Arzt. Ja, komm, mach ein bisschen. Also er will gerne Arzt sein, sagen wir mal so. Und es wäre wieder was zum Einschmelzen. Das könnte ja dann Kimi machen. So, toll, jetzt sind schon wieder alle Gräber befüllt, bis auf das eine da. Das ist schon bitter, ja, dass bei uns dauernd Leute sterben. Wie sieht es jetzt mit dem Bohren eigentlich aus? Wird nicht mehr so viel, ne? Plastall brauchen wir im Moment nicht, das stimmt. Gold, naja. Der wird auch nicht mehr gebohrt, okay. Gut, meine Leute sind sowieso anderweitig beschäftigt, weil wir dauernd angegriffen werden. Ja, Gas, was ist jetzt? Wieso ruhst du dich aus? Ich will, dass du hier Hightech-Bauteile machst. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben normale... Jetzt ist die Frage, haben die jetzt hier normale, gut, normale Bauteile? Brauchen wir hier natürlich auch. Ach, hey. Ich glaube, wir sollten vielleicht auch mal wieder eine kleine... Komm, wir machen eine kleine Reise. Welt. Eine kleine Reise zu einer kleinen Siedlung. So, zack. Stimmt, wir wollten ja eigentlich auch mal da nach oben, oder? Gelbe... Ja, aber das sollte eigentlich eh auch gehen. Komm, machen wir diesmal eine größere kleine Reise. So, Gas geht auf jeden Fall nicht mit. Komm, Landale soll mit. Hier die 4, das passt schon so. Und ein bisschen was zum Transportieren. Muffelo und Trommel da. So, Überlebensrationen nehmen wir mit. 20 Tage, wunderbar, was will man mehr? So, und natürlich hier so ein bisschen Medizin. Wir hätten sehr viel einfaches Leder, was wir mitnehmen können. Nehmen wir 1000 von dem mit und 500 von dem. Und natürlich Silber. Ach, wir hätten auch noch ein paar Skulpturen. Ja, komm, die packen wir auch ein. Eine Jadeskulptur. So, und... Boah, ich habe nicht mehr so viel Silber. Nehmen wir 4600 Silber mit. Wähle Route, wir gehen da nach oben. Geschätzte Zeit, 2,6 Tage. Ja, das ist okay.
annehmen. Ist zwar jetzt doof, dass wir die wieder mitten in der Nacht losschicken, aber ich mache dieselben Fehler halt immer und immer wieder. Ist ganz normal bei mir. So. Und sind die schon jetzt so weit? Sammelt Vorräte, ja, ist okay. Gas nicht schneidern, bitte nicht. Komm, Gas, mach doch bitte hier Dinge, ja. Stachelschweingräber hat sich vollständig erholt, sehr schön. Was, wieso? Ah! Oh, jetzt beginnen die einfach hier sich wieder zu prügeln, das darf doch wohl nicht wahr sein. Könnte den jemand retten? Achso, Worf schläft. Komm, ja. Darf ja wohl nicht wahr sein. Haben sie begannen, die auch noch sich zu prügeln? Toll, und jetzt wird die Karawane nicht zusammengestellt. Warum? Was ist jetzt los? Ach, weißt du was? Komm, da den aus Karawane entfernen. Toll, die wären schon fast so weit gewesen, dass sie weggelaufen wären. Ja, also die Karawane fertig gebildet werden, aber dann haben sie sich ja prügeln anfangen müssen. Super. Jetzt schlafen die alle. Toll. Wahnsinn, dass jetzt auf einmal das Karawane erstellen auch nicht mehr funktioniert. Das schockiert mich schon ein bisschen, ja. So. Was passiert jetzt? Machen wir die Karawane jetzt irgendwann mal? Geht etwas spazieren, okay. Geht etwas spazieren. Polo geht auch etwas spazieren. Ja, was ist jetzt? Geht er jetzt dann oder? Okay, jetzt gehen die. Gut. Heieiei, Leute, macht mich echt fertig. So, Gas ist schön hier am Bauteil bauen. Das gefällt mir gut. Was macht er jetzt, der Gas? Isst leckere Mahlzeit. Ja, gut, wenn das auch geht. Näht Stammeskleidung. Jetzt geht er wieder Kleidung nähen. Ist okay. Gas, ist okay. Wohl nicht wahr sein. Immer muss man ihm sagen, was er zu tun hat. So, zerrissene Kleidung. Ja, Jäger und eine Fernkampfwaffe passiert. Das liegt daran, weil du halt immer am Schlägern bist, ja. So, komm. Du bekommst normale, leichte Maschinenpistole. So, gut. Irgendwie haben wir wenig Tiernahrung. Aber man kann nicht alles haben. Aber dass die sich dauernd gegenseitig prügeln, das stört mich schon. Das finde ich echt nicht gut. So, Gas ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen genervt, oder? Naja, geht. Geht. Er ist müde. Komm, eins produzierst du noch ein Bauteil und dann darfst du auch schlafen gehen. Gas, ich akzeptiere das für dich, ja. Ist okay. So. Ist schon okay. Darfst schlafen gehen. Haben wir jetzt echt nur mehr noch so viel Plastall? Ne, es liegt noch, also Plastall liegt noch genügend rum. So, wir haben auch Bier im Keller. Das verdirbt. Ach so, Bier verdirbt nicht. Okay, gut, wenn das so ist. So, es wird nicht gebohrt an den Bohrern. Das ist schade. Ach, Colonel hat sich da reingelegt. Muss ehrlich gesagt nicht, weil ich wollte eigentlich die Zimmer eh abreißen. Komm, der kann da rein. Neu zuweisen. Wo ist er denn? Wo ist er denn, der... Da ist er, der Schläger. Ja, toll. Der Name ist Programm. So, und wie sieht's hier aus? Haben wir hier noch irgendwo freie Betten? Eins ist noch frei. Soll ich die jetzt... Als Notfall... Ich glaube, ich lasse die als Notfallquartiere da. Aber ich werde die jetzt einfach mal... in Gefangenenbetten umwandeln. Toll, zum Kartenspielen habe ich dich nicht gerettet, Freund. Das darf aber nicht wahr sein. Was ist denn da los? Spielt er einfach Karten. Mit sich alleine nämlich, ja. Ich weiß nicht. Gut, aber irgendwie mit dem Tierfutter, das haut nicht so hin.
Ja, ich müsste echt... Drogenlabor, vielleicht bekommen wir da Tierfutter. Arbeitstisch, was, ich habe schon wieder keinen Stahl mehr? Gut, weil die Bauteile so viel brauchen, oder? Was braucht denn so ein Hightech-Bauteil? 20 Stahl ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, müssen wir echt gucken. Vielleicht doch, Moment, hier Bergbau. Aufgabe Friedensgespräche, ja, auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Kakerlake, Häuptling der Fraktion, die Xigotol der Prärie, hat uns eine Nachricht gesandt. Sie will sich mit uns zum Reden an einen nahen Ort treffen. Dies kann eine großartige Möglichkeit sein, um Geschenke zu erhalten und unsere Beziehungen zu deren Fraktion zu verbessern. Aber Vorsicht, ein schlechter Unterhändler kann eventuell auch mehr Schaden als Gutes anrichten. Und wird sie vielleicht sogar verärgern. Oh. Wo ist denn das? Was da? Das ist... Hä? Das ist ja voll weit. Das kann ich mir ehrlich gesagt jetzt gerade nicht leisten, so zeitlich, weil das sind 1,47 Tage. Ja, ja, komm, wir gehen über die ganze Welt. Ja. Oh, ich weiß ja nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich könnte Lilith da hinschicken. Und Dalai den. Ja, Hörst geht auch mit. So, komm, machen wir. Ist okay. 20 reicht hier. Ein bisschen Verbandskästen brauchen wir auch. Machen wir 5. So, wähle Route dahin. Ist jetzt Lilith mein Unterhändler? Müsste ja, oder? Weil ich habe die als zuallererst, ja? Schauen wir mal. Ja, ist okay. So, ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ja, schauen wir mal. Also jetzt, wenn mich jemand angreift, wäre schlecht. Ich sag's nur, ne? Oh, ein großer Meteorit. Oh, komprimierter Plastahl, wow. Das sind Meteoriten, die gefallen mir ganz gut. So, bitte alles abbauen, danke. Fällt da einfach ein Plastahl-Meteorit vom Himmel? Was sagt man dazu? So, okay, Karawane von Lilith ist auf jeden Fall ihre Karawane, okay. Ja, ich möchte jetzt auf keinen Fall angegriffen werden. Das wäre echt suboptimal. Ja, Gas soll hier mal wieder ein bisschen schneiden. Das ist okay. Und Lilith ist ein inspirierter Chirurg. Das ist gut, weil falls irgendwas passiert auf der Reise, kann sie den gleich verarzten. Und Füße halt Sachen annähen. Was ist hier los? Oh, Moment, ist da... Ach, ey, Wildtiere. Komm, wir müssen schon wieder gucken. Da sind schon wieder böse Wildtiere da. Ja. Die wir töten müssen. Weil sonst tötet er unsere Viecher. Das geht nicht. Ein Kampfluchs, weißt du? Das ist, das geht ja gar nicht. Wow. Oh. Gut, das ging unerwartet schnell. So, ich hoffe, dass meine Pflanzen diesmal wachsen ohne Pflanzenfäule. Das wäre mir doch ein Anliegen. So, was macht Gas jetzt eigentlich? Nee, deinen Parker. Wo denn? Achso, da läuft er irgendwo rum. Weiß nicht, was der da drüben macht, so weit, aber naja. Soll ruhigen Parker nehmen. Achso, der hat die Kleidung da raufgetragen. Okay, verstehe. Was hat es eigentlich mit dem den einfachen Labortisch, glaube ich, brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Schade, dass wir so wenig Stahl haben. Ich würde echt gerne mehr Stahl haben. Und warum bohrt eigentlich wirklich keiner an den tiefen Bohren? Das finde ich echt schade. Gut, Kimmy erntet Heugras, Sor schläft, Renny isst, Diana spielt, Worf entfernt Dreck, Copeland erntet Reis. Okay, es ist Erntezeit, ja. Müssen wir auf jeden Fall wieder haufenweise Stahl kaufen. Damit habe ich ja nicht gerechnet, dass ich jetzt so viel Stahl brauche, so schnell. Aber die anderen Sachen sind eigentlich so halbwegs gut im Lager, aber nur Stahl ist echt wieder mal nicht so positiv viel vorhanden, ja. Ah, Karawane bei Gelber Felsen, das ging jetzt schnell.
So, einmal kurz handeln, schauen wir mal, was die so anzubieten haben. Ich hoffe, das zahlt sich jetzt aus. Gut, Bauteile hätten sie. Nehmen wir natürlich mit. Stoff, Teufelsgarn und Stahl nehmen wir auch mit. Das ist okay. Wir verkaufen ihnen einfaches Leder und üppiges Leder. Also leichtes und einfaches Leder. Verkaufen wir denen. Sehr gut. Und haben die sonst noch irgendwas, was ich gerne haben wollen würde? Nee, nicht wirklich. Komm, Skulpturen, wir beuten die jetzt noch voll aus, ja. Haben wir jetzt wirklich nur Stahl. Und ein Bauteil. Oder 7 Bauteile. Ja. Muss reichen, hätte ich gesagt. So. Annehmen, danke. Was? Ach, ich bin ein Idiot. Habe ich jetzt nicht geguckt, oder? Toll. Moment, handeln. Toll, das wusste ich nicht, dass ich schon wieder voll bin. So. Das ist jetzt ja ein bisschen doof. So. Gut, das ist jetzt blöd. Weil jetzt kann ich hier irgendwie dann nichts mehr mitnehmen. Boah, da habe ich wieder zu wenig Tiere mitgenommen. Friedensgespräche erfolgt. Die Friedensgespräche waren ein Erfolg. Die Delegierten hatten ein neues einvernehmliches Verständnis bei mehreren grundlegenden Problemen erreicht. Die Beziehungen zu Dixicutol de Prix haben sich um 60 verbessert und Lilith hat 6000 soziale Erfahrungspunkte erhalten. Das ist ja schön. Gehst du jetzt trotzdem bitte wieder nach Hause, Lilith? Danke. Ist schön, wenn es dir da im Gebirge gefällt, aber geh bitte nach Hause. Danke. Aber Bergbau ist ja trotzdem... Na gut, wir haben jetzt momentan nicht sehr viel, die... Gut, weil Feldarbeit momentan aktiv ist, klar. Sind die natürlich alle eher mit anderen Sachen beschäftigt. Und Gas ist natürlich mit Parkernehmen beschäftigt, verstehe ich, ja. Ist aber okay. Nähen ist auch wichtig, weil das ist auch eine meiner Einnahmequellen. Und hier die Skulpturen, was bauen wir da? Kleine, okay... Riesige Skulptur passt. Es ist in Ordnung so. Ist in Ordnung so. So, Heugras. Oh, wir haben ein bisschen Karawanentreffen von Karawane von Lilith. Ja, komm, wir ziehen weiter. Wir haben hier nichts zum Handeln dabei. Lilith könnte nur mit ihrer sozialen Erfahrung handeln, die sie aber nicht mehr hergeben kann. So, die andere Karawane ist da angekommen. Was haben wir da jetzt anzubieten? Können wir überhaupt noch irgendwas... Gut, wir könnten diese beiden Skulpturen noch hergeben. Dann haben wir ein bisschen Luft nach oben, was die Geschichten betrifft. Ne, nicht verkaufen. Ich möchte das alles noch kaufen, die ganzen Bauteile. So, was haben die sonst so? Die hätten Stahl auch zu verkaufen. Jade, Granitbrocken, Beruhigungswelle... Ja, können wir noch ein bisschen Stahl? Nein, das war zu viel. So, okay. Gut. Wirklich erfolgreich war das jetzt nicht, aber... Naja. Hilft nichts. Müssen wir doch gucken, dass wir bei uns eher ein bisschen mehr hier Tiefenbohrer bohren. Was halt irgendwie trotzdem nicht passiert. Oh, das ist ja super, Tier, wenn du hier überall die Pflanzen wegfrisst. Ja, das ist... Ich bin begeistert. Also da, ja. Super. Frisst einfach die ganzen Pflanzen weg. Ich glaub's nicht. Obwohl hier eigentlich genügend hohes Gras herumliegt, ja, was die zu fressen könnten. Ich habe, glaube ich, einfach zu viele Tiere. So, Transport. Okay, können die alle? Ich weiß nicht, ob ich nicht die 4 jetzt einfach töte. Komm, ich mach das jetzt. Sorry, Leute. Ich muss meine liebgewonnenen Tiere muss ich leider notschlachten, weil ich schaffe das sonst nicht von der... Also, beziehungsweise die schaffen sich. Die hätten dann keine Nahrung im Winter. Das kann ich nicht verantworten.
gehört leider zum Spiel dazu. Es ist bitter, ich weiß. So, Gas ist immer noch brav am Nähen. Aber wir haben jetzt immer noch nicht wirklich mehr hier gebaut, oder? Ja, doch, ein paar. Die Schlafkapseln werden mehr. Wir haben hier auch noch zwei Antriebe. Was fehlt an denen natürlich? Alter, 6 Hightech-Bauteile, ernsthaft. So, Statusbericht. Genau, ein Triebwerk brauchen wir noch. Ja, die Hightech-Bauteile sind es, ne? Und ich sehe gerade, wir brauchen auch neues Fleisch. Also bitte einmal durchgehen und alles schlachten, was wir so auf der Welt finden. Danke, Leute. Jetzt wird Gas wieder voll motiviert am Eskalieren sein. Und alle Tiere töten mit seiner Minigun, ja. Oh, das waren meine Freunde. So, und hier Sean sollte... Ach, Sean hat schon 7 Kochfähigkeit. Komm, dann macht der Kochen 2 in Zukunft schon, weil 7 ist eigentlich ganz okay. So, und wie sieht es mit der Nahrung eigentlich aus? Wir haben sehr... Ja, wir sind fast wieder ganz oben. Eine Besuchergruppe ist auch da. Okay. Ach, sie scheint auch ein paar Gegenstände zum Handeln mitzuhaben. Das ist schön. Dann bitte einmal kurz handeln. Schauen wir mal, was der so hat. Oh, Medizin hätte der. Die haben Bauteile. Ja, Bauteile kaufe ich natürlich immer. Oh, ich habe kein Geld mehr, verdammt. Muss ich ihm ein bisschen Kleidung verkaufen. So. Ja, komm. Ich habe echt kein Geld mehr. Ach, hey. Das ist natürlich echt nicht gut. Und zum Verkaufen habe ich hier, naja, ein bisschen Kleidung, okay. Oh, Karawane wird überfallen vom Menschenjäger. Oh nein! Ein menschenjagender Schneehase greift mich an. Das ist natürlich sehr bitter, ja. Das ist natürlich bitter. Wow. Also, oh, ich sterbe. Ich sterbe. Boah, Gott sei Dank habe ich es geschafft. Boah, das war richtig schwierig. So, Karawane reformieren. Go. Brauchen wir nichts mitnehmen. Ich bin jetzt echt gerade ein bisschen irritiert, dass ich so wenig Zeug zum Verkaufen habe. Und überhaupt... Hm. Wie geht es eigentlich hier dem Stachelschwein? Gefängnis. Boah, 17,9 Widerstand. Ja, der ist sehr schwierig zum Anwerben. Aber komm, wir probieren das. Wir schaffen das. Oh, Feuer. Achso, haben wir wieder eine Boomalope einfach getötet hier in der Nähe von unserer Hütte. Ist natürlich nicht so ideal, aber gut. Gut, Gas steht auf und jagt gleich eine Schildkröte. Toll, Gas. Bist ein richtiger Held. So. Was liegt denn da eigentlich rum? Eine Holzskulptur unfertig von Gas. Komm, die machen wir. Wenn die unfertig da rumliegen, dann schmeißen wir die weg. Da ist auch noch eine unfertige Skulptur vom Worf. Holzskulptur, ja, komm, weg damit. Brauche keine unfertigen Skulpturen im Lager herumliegen. Gut, die reparieren da ein bisschen. Aber irgendwie, es kommt keiner mehr auf die Idee, ein bisschen an diesen Tiefenbohrern zu bohren. Das schockiert mich etwas. Gut, aber liegt auch daran, weil ich jetzt natürlich gerade Tiere jagen muss und weil die Erntesaison ist. Wahrscheinlich dann im Winter wird das echt besser gehen, glaube ich. Und sonst muss ich nochmal, obwohl ich kann ja jetzt nicht mal eine Handelsreise machen, weil ich habe kein Geld mehr. Das ist ja mein Problem. Ich habe ja echt kein Geld mehr.
Und auch keine Sachen, die ich verkaufen könnte. Da müssten wir wirklich hier schauen, dass Copeland... Was macht Copeland eigentlich gerade? Ach, der jagt Eichhörnchen. Okay, gut, dann soll er Eichhörnchen jagen. Gas jagt auch wahrscheinlich irgendwas. Ah! Eine Karawane der Fraktion Selbstbestimmende Konföderation von Itron nähert sich. Sie sind Waffenhändler. Ja, das ist schön. Schauen wir mal, ob wir denen ein bisschen was verkaufen können, was wir nicht, selber nicht mehr brauchen. So, Lilith, gut. Und wir verkaufen denen, komm, wir verkaufen denen jetzt so Antimaterie-Gefechtskopf. Das Zeug nehme ich sowieso nie hier, ja. Moment, ich muss gucken, kann ich da dann überhaupt selber irgendwas? Nee, ich kann ja da nichts einkaufen. Wir könnten Stachelschweingräber männlich verkaufen. Gut, ich kann den gar nicht verkaufen. Aber einen zumindest. So, das könnte ich selber kaputt machen. Komm, Bögen nehme ich sowieso nicht her. Irgendwie so diesen Brandgeschosswerfer, den nehme ich ja auch in Wirklichkeit nicht her. Und einen halb kaputten Revolver brauche ich auch nicht. Gut, haben wir ein bisschen Geld. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen Geld gesammelt. So, schauen wir gleich mal wieder hier ein bisschen schlachten. Was, wo, Feuer? Ach hey, oh oh. Wow, okay. Oh, oh. Das ist ja gar nicht gut. Das Feuer bedroht hier den halben Planeten. Unter anderem mein Raumschiff. Was gar nicht gut ist. Ja. Da kenne ich ja keinen Spaß, ne? Ich hoffe, dass meine Siedler da auch etwaige hier Brandbekämpfungsmaßnahmen einleiten werden. Dürfte ich bitte hier nicht im Heimatgebiet? Ach so. Ist das nicht mein Heimatgebiet? Moment. Moment. Doch, das ist mein Heimatgebiet. Okay, das dauert nur ein bisschen. Okay, mein Heimatgebiet wird immer schön automatisch gesetzt. Komm, ich kann aber hier Heimatgebiet verkleinern. Das zum Beispiel ist nicht mein Heimatgebiet und das auch nicht. Also da, nur weil ich da einmal kurz was reingesetzt habe, heißt das nicht, dass das mein Heimatgebiet ist. Genauso wie hier. Ist auch okay, kann man auch wieder wegtun. Nur, dass wir das mal geklärt hätten. So, okay. So, würde jetzt hier vielleicht irgendjemand löschen kommen? Da oben wäre es auch wichtig, Leute. Ich sag's nur, ne? Ich wollte es nur sagen. Da oben ist wichtig. Weil mein Raumschiff, ja, sehr schön. Ihr habt's geschnallt. Gut, wir hätten zwar mehr Leute, die hier löschen helfen könnten, aber irgendwie haben die, glaube ich, keine Lust. Aber bitte das ran nicht, dass... Ich will nicht, dass das Raumschiff abbrennt. Leute! Löscht das Buschfeuer. Gut, der Ende hat ein schweres Zusammenbruchsrisiko. Boah, Alter, brennt wirklich der halbe Planet weg. Na super. Das ist ja ganz toll. So, gut. Feuer ist dann hoffentlich bald erledigt. Na, jetzt geht's da nach oben hin. Jetzt müssen die da oben natürlich noch löschen. Hey, ja, wer braucht schon Vegetation? Na Gott sei Dank, jetzt beginnt es zu regnen. Okay, super. So, die Karawane ist angekommen. Das ist schön. Aber das ist jetzt echt die Frage. Die Frage aller Fragen. Die Karawane ist da. Was haben wir denn jetzt? Ich glaube, wir haben genügend Bauteile. Aber nicht genügend Stahl, wir haben nicht genügend Silber, wir hätten ein bisschen Gold, wir könnten auch mit Gold zahlen. Wäre auch okay. Und Hightech-Bauteile fehlen mir natürlich sowieso massenweise. Ja. Also da, keine Frage, da bin ich richtig schlecht. Oh, ein Riesenfaultier rächt sich, das, ja, es hat sich kurzzeitig gerecht, okay. Es rächte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten, sage ich da nur dazu.
So, okay. Gut, ich habe auf jeden Fall genügend Überlebensrationen. Also kochen, essenstechnisch sollte eigentlich ganz gut sein. Toll, jetzt rächt sich auch noch ein Nashorn. Eieiei. Was macht der? Wieso ist der eigentlich... Colonel Schläger. Wieso ist der eigentlich... Also der ist eh nicht Jäger, okay. Ja, könnte dem jetzt irgendjemand helfen? Also es ist eh Copeland schießt hier, oder? Was ist das eigentlich? Komprimierter Plastahl. Ja, Leute. Achso, der wird eh schon abgebaut, okay. Na toll. Komm, Colonel hat dich gar nicht angegriffen, du Nashorn. Musst du ihn jetzt wehtun? Copeland, komm, rette deinen Freund. Ja, sehr schön, Copeland. Du schaffst das. Warum greift das Nashorn eigentlich den Colonel an? Das verstehe ich nicht. Oh oh. Colonel, pass auf, dass du nicht in die Schussbahn kommst. Ja, diese Orankugelgeschütztürme, die sind ganz schön böse. So, das war's. Okay. Was ist hier eigentlich? Ist da ein Dach drüber? Warum ist da so ein fruchtbare Erde? Also es ist ein kleines Fleckchen fruchtbare Erde. Okay. Wenn das so ist, dann akzeptiere ich das einfach mal so. Da wird überall wird noch gejagt. Ein Dromedar ist trächtig. Na toll. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich bin mir echt nicht sicher. So, Jean ist... Wie bist du eigentlich so beisammen? Moment, Bedürfnisse? Ja, geht, oder? Ja, doch, geht. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen langsamer. Warum? Wirbelsäule, Rückenschmerzen. Na toll. Meine ganzen Leute, denen geht's irgendwie alle schlecht. Ich bräuchte so viel bionisches Zeug, kann ich mir aber nicht leisten. Ja, komm, schau, du darfst dich jetzt ausruhen. So, 21. Hat das Tier noch keiner entladen? Oder haben die den Stahl jetzt schon wieder verbraucht, den die Tiere mitgebracht haben? Das ist eine gute Frage, ne? Aber irgendwer, die muss doch wohl irgendjemand entladen, oder, die Tiere? Das gibt's ja nicht normalerweise. Da. Dromedar 2. Ja, vielleicht könnte das irgendjemand entladen. Das gibt's ja nicht. Warum? Leute, das gehört doch bitte... Das gehört doch bitte zu eurer Arbeit dazu, wenn ihr zurückkommt von der Tour, ja? Dass ihr die entlädt. Ich verstehe das nicht. Schuh macht er was. Ja, Schuh, was machst du denn? Entlädt Dromedar 2. Da bin ich ja gespannt. Wo bist du denn, um Dromedar 2 zu entladen? Ach, da. Oh, toll. Copeland und Polo prügeln sich. Super. Wo ist jetzt Schuh? Ah, hier, okay, gut. Der muss natürlich ja immer so weit gehen. So, jetzt passt's aber, oder? Hatten wir das Muffalo hatten wir noch mit, das ist schon entladen. Okay, gut. Dann ist ja alles gut. So, Jean darf gerne mal wieder ein bisschen schlachten. Da, da, da. Ja, und hier aufgrund der Prügelei. Ja. Boah, Alter. Nur wegen so einer blöden Prügelei ist der echt... Wow. Leute. Wie sollen wir hier jemals wegkommen, wenn ihr euch dauernd gegenseitig prügelt? Ich kann das echt nicht verstehen. So. Gut, Verbandspäckchen haben wir auch nicht hundertprozentig genug, aber das könnte ja dann sicherlich irgendjemand machen. Wir haben auf jeden Fall genügend Stoff. Stoff ist wichtig, aber haben wir jetzt 788. Also ich glaube, an Stoff wird es nicht mehr mangeln. Behaupte ich jetzt mal. Gut, hier haben wir auch auf jeden Fall wieder einiges an Sachen drinnen. Das passt auch ganz gut.
Wie sieht es eigentlich da aus? Der ist noch am Expandieren. Der ist auch noch am Expandieren. Stimmt, da oben müssen wir noch ein bisschen Basisverteidigung hinpacken. So, hier will keiner bohren. Sind wir immer noch nicht in Stimmung zu bohren, oder wie darf ich das verstehen? Das klingt so komisch. Sind wir doch nicht in Stimmung zu bohren, hey. Schauen wir mal, was passiert, okay. Achso, wir sind immer noch am Jagen, haben wir immer noch? Na gut, nee, eigentlich nicht. Aber weißt du was, jetzt rotten wir die auch gleich aus, dann ist das Thema mit dem Wildtieren wenigstens erledigt. Für eine kurze Zeit, ja. Die werden sich ja wohl nicht wehren. So, Lilith kocht, Gas ja, achso, Gas spielt Uhr, okay, Kimmy erntet, Sor entfernt Müll. Warum entfernt Sor Müll? Kann der nicht auch bohren? Wo ist denn der überhaupt da? Ne, der hat gar keinen Bergbau, gut, der hat aber wirklich keinen Bergbau. Oh nein, ein Wildschwein ist wahnsinnig geworden, oh oh. Schlechte Idee, Wildschwein, ganz schlechte Idee, ich wollte es nur mal sagen, ganz schlechte Idee. Boah, dafür kommen sie aber recht weit ran. Wow. Gut. Ich dachte mir schon, das überlebt jetzt. Das wäre lustig gewesen. Hey, ein Wildschwein, das unsere, an unseren Türmen vorbeikommt. So, die jagen alle, okay. Ah, oh, Landale bohrt dann Tiefenbohrer. Theoretisch sollte er das zumindest machen. Wieso läuft denn der so langsam? Hat der auch? Permanente Schussverletzung im Gehirn. Ach hey, und ich hatte mal wieder einen Kurzschluss. Ui. Das ist ja nicht so cool. In Colonels Zimmer. Ja, der wird sich jetzt denken, warum tue ich mir das an, dass ich hier überhaupt hergekommen bin, ja? Genau, Wolf, danke, alles reparieren. Ach, so schön. Sehr schön, der repariert alles, wunderbar. Habe ich wieder keinen Stahl mehr, toll. So, aber Landale bohrt am Tiefenbohr, das ist gut. Diana kocht, Wolf trägt, Copeland ruht sich aus, muss überleben, okay. Ah, Stachelschwein können wir auch bald anwerben. Sehr schön. So, Polo. Hat auch keinen Bergbau. Aber der ist auch richtig schlecht im Bergbau. Gut, aber Colonel zum Beispiel könnte schon... Ah, der bohrt eh auch. Okay, super. Ja, das passt. Dann sind wir jetzt wieder in dem Modus, wo wieder schön gebohrt wird an den tiefen Bohrern. Das gefällt mir gut so. So, Gas ist wahrscheinlich immer noch am Jagen. Okay. So. Gut, Jean muss dann am nächsten Tag ein bisschen schlachten, aber... Oh, achso, jetzt packen die hier schon die Nahrung rein, weil da alles voll ist. Das ist natürlich jetzt eher suboptimal, aber naja. Gut, das sollte relativ schnell erledigt sein, das Thema, glaube ich. Weil wir so viel... Ah, wir haben so viel Reise-Überlebensrationen. Gut, ist klar, weil die natürlich immer dann gekocht werden, während wir auf Reisen sind. Naja, gut, halb so wild. Ist jetzt nicht so, dass wir gar keinen Platz haben, ja. Haben wir jetzt eigentlich... Gut, wir haben... Ach, wir hätten eh 8000 Silber. Vielleicht packe ich doch nochmal kurz den Reiserucksack und fahre wieder eine Runde, ja. So. Gut, bitte schlachten. Und hier kurz in der Welt... Wo sind wir denn da? Einmal kurz wieder unsere Nachbarn besuchen. So, 1, 2, 3, 4. Und hier... Was ist mit denen? Warum kann ich die nicht mitnehmen? Ich dachte, Riesenfaultiere sind keine Schwerlasttiere, oder wie? So, nehmen wir 50 von denen mit und dann machen wir hier auf jeden Fall Medizin 10 Stück mit und natürlich auch Kalksteinskulptur ist nicht fertig. Toll, das ist nicht schön. Ja, dann nehmen 5000 Silber, ist okay. Und habe ich keine? Ich habe keine Skulpturen. Okay. Gut. Hier so Zeug vielleicht ein bisschen mitnehmen. Das Teil da. Dann nehmen wir das auch mit. Ja, vielleicht das dann auch noch. Und das können wir auch noch. Und das natürlich auch noch. Das passt gut so. So. Das Teil. Das Teil. Wähle Route. Und wir gehen eh nur daher. Sind wir eh bald da. So, go.
Gut, dass wir jetzt so viel Überlebensrationen haben, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, ja. Gut, aber die sollten jetzt zumindest, wenn ich die 50 mitnehme, sollten die auf jeden Fall keine neuen kochen. Also es sollte eigentlich ganz gut passen. So, ist Landale, okay, Celia, ja, sammelt Vorräte. Polo, sammelt Vorräte. Ja, ich hoffe, dass das Karawanenzusammenstellen diesmal ein bisschen besser funktioniert. Oh, was ist denn das? Muntermacher, nee, Muntermacher brauchen wir nicht, aber komm, das Ding nehmen wir mit. So, wie sieht's aus mit der Karawane? Ja, sehr schön. Ein neuer Rekrut. Wunderbar. Anto versprach Stachelschwein Umarmungen und fragte, ob er mitmachen will. Oh, wie schön. Stachelschwein hat angenommen und tritt der Gemeinschaft von Anton bei. Oh. So, gut. Dann darf sich Stachelschwein auch hier mit einem normalen Sturmgewehr ausrüsten. Wir sind ja nicht so. So, wie sieht's hier mit Tiefenbohrerbohrung? Ja, Renny bohrt brav am Tiefenbohrer. So gefällt mir das. Und Colonel auch. Sehr schön. Gut, der Tiefenbohrer ist eh bald, bald leer. So, was ist der eigentlich? Der hat Plastahl. Nee, Plastahl brauchen wir in Wirklichkeit nicht. Stahl. Stahl und Silber wäre auch ganz praktisch, oder? Ich weiß ja nicht, ob wir den... nee. Muss nicht sein. Ich war jetzt kurz im Überlegen, ob ich nicht den da von da oben darunter setzen soll, weil vielleicht ist da unten Silber drin. Wobei Silber... Nee, komm, Gold ist eigentlich auch ganz praktisch. Aber Gold brauchen wir natürlich auch, um Hightech-Bauteile zu machen. Oh, eine Belagerung. Piraten der Fraktion, die Rapierschmeiße in der Nähe aufgetaucht. Es sieht so aus, als ob sie Kolonie belagern wollen. Sie werden Mörser benutzen. Das ist ja sehr schön. So. Das ist jetzt natürlich momentan etwas unpassend, aber was soll ich machen? Ich muss der Belagerung auf jeden Fall standhalten, weil ich möchte nicht, dass die mich komplett töten. Ja. Ich mag Belagerungen ja gar nicht so sehr. So, Moment, wo laufen die jetzt hin? Ach, da bauen die auf. Okay, ich muss da ganz schnell hin, weil ich muss da ganz schnell schauen, dass ich die töte, bevor die wirklich hier irgendwas aufbauen können. Legend! Tötet die Legend! Nein, Colonel... Ach, der hat ja... Verdammt, ich vergesse das immer. Der hat ja nichts. Wir hatten ja nichts. Ja. So, der Colonel ist ja... Der ist ja ein Raufbold. Ich kann den nicht da loslassen auf die Leute. Eieiei, verdammt. Nein, keine Granaten, keine Granaten. Nein, nicht die Granaten, nicht die Granaten. So, passt, okay. So, den Greg auch. Colonel ist wahrscheinlich gerade traurig, dass er nicht mitmachen darf. Feuer, oh nein, es ist Feuer ausgebrochen. So, ja, haut ab, haut ab. So, komm, und Legend sammeln wir gleich ein. Ja, I am Legend nehmen wir mit. Ich möchte den bitte... Legend, darf ich den... Schock durch Schmerz, warum darf ich den jetzt nicht... Hörst, kannst du das machen? Kannst du Legend? Ja. Nehmen wir gefangen. Sehr schön. Er passt jetzt gerade ganz gut, weil jetzt ist gerade eh unser alter Gefangener. Haben wir ja übernommen, ne? So, und das ganz richtig Gute dran ist, wir bekommen hier richtig viel Stahl raus. Und Bauteile auch. Oh, und Überlebensrationen. Auch das ist das Praktische. Wenn wir die schnell genug immer uns holen, damit die Belagerung nicht aufbauen können... Da bekommen wir die Rohstoffe. Ah ja, das ist schon toll. Finde ich gut so. Nein, nicht entfernen, ich wollte sie eigentlich nur ernten. So. Gut. Ja, war eigentlich ganz erfolgreich. Sehr schön. So, irgendwer... benötigt Behandlung, ist aber egal. Ich muss jetzt kurz schauen, dass wir hier, Moment, wir werden das Zimmer jetzt, werden wir hier jetzt auf weg, also kein Gefangenen-Dingens mehr machen, sondern ein normales, weil Gefangenenlager haben wir da genügend. Da kommt jetzt Legend hin. Hätten wir für Legend überhaupt noch einen Schlafplatz dann? Ich muss ja jetzt ein bisschen aufpassen. Ja, da ist noch einer frei. Also den habe ich gerade frei gemacht. Vielleicht machen wir doch da
könnten da echt zwei kleinere Zimmer reinmachen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also bei 10 die Trennung. 1, 2, 3, 4, also bei 5. 5? Also eh da, genau. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja gut, komm. Machen wir da zwei kleinere Zimmer rein. So, ganz kurz, wo ist der Gefangene? Ist da Legend. Wir werden den natürlich hier schön verarzten, anwerben. Und wie sieht der Körper aus? Gut, er wurde schon verarztet. Ist okay, ja. Gut. So, da kommt bodentechnisch natürlich auch was rein. Wir machen da einen Teppichboden rein. Sterile Fliese, roter Teppich, genau da. Und zwar machen wir, ja komm, machen wir Cremeteppich rein. So, und ich warte, jetzt warte ich kurz, bis die Tür gemacht wird. Oder auch nicht. Nee, weil die Karawane jetzt bei... Boah, warum hörst... Ach, Alter. Leute, warum? Warum macht ihr das? Müsst ihr euch jetzt... Warum müsst ihr euch prügeln? Weißt du, das verstehe ich nicht. Das ist... Ah, bitte einmal kurz handeln. Diese Leute, die machen mich echt... Also manchmal, die machen mich echt fertig, ne? So, wir verkaufen hier mal unser Zeugs, ist eh klar. Damit ich das nicht umsonst mitgenommen habe. Und wir kaufen, was habt ihr denn Schönes anzubieten? Bauteile, ist okay. Ah, Hightech-Bauteile, drei sogar. Wow, das ist gut. Und Stahl. Ja, nehmen wir 250 mit. 300? 350? Ja, nehmen wir 350 mit, ist okay. So, annehmen und danke, zurück. So, wobei die drei halt trotzdem ein bisschen wenig sind. Das ist natürlich schon auch. Also, es ist besser als nix. Drei Hightech-Bauteile muss man klarerweise dazu sagen. Aber, naja. Aufgabe Banditenlager. Grill, Ratsvorsitzender der Fraktion Moralisches Dienumgruppe, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawane. Sie haben uns gebeten, das Lager zu zerstören. Echt? Genau, sie wollen, dass alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Grill sagt, dass es einen feindlichen Außenposten im Gebiet gibt, der von 5 Feinden bewacht wird. Gut, wir würden da einen KI-Kern bekommen, aber ich habe schon einen KI-Kern, da brauche ich nur einen und ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Zeit und Ressourcen, dass ich das jetzt angehen kann, ja. Von dem her hilft das leider nichts. So, es kommt da auf jeden Fall eine Heiz-, also so ein Temperaturaustauschding rein. Und sowas brauchen wir dann natürlich da auch. Und eine Heizung brauchen wir da dann natürlich auch. So. Gut, und dann nochmal einen cremefarbenen Boden dazu. Gut, und dann hier eine Kopie bauen, einmal da, was ich habe, also jetzt dachte ich schon, ich habe kein Holz mehr. So, das machen wir jetzt zugegen gleich. Wow. Teile des Raumschiffs sind in der Nähe aufgeschlagen. Ja komm, das nehmen wir natürlich mit. Kommt natürlich trotzdem ein Tisch, nee, kommt hier. Moment, wir müssen die Heizung woanders hinbauen. Weil da muss, kommt der Tisch hin, ja. So, Tisch. Und hier ein paar Stühle. Dann schauen wir, ob wir so eine Statue haben. Ein Tierbettchen kommt natürlich auch mit rein. Weil es gehört dazu. So, und dann noch so eine Lampe kommt da auch rein. Und ein Nachtkästchen kommt auch rein. So. Ja, komm, und dann können wir in Wirklichkeit da genauso noch so einen kleinen Raumtrenner reinpacken. Dann ist es fast so schön wie die anderen Zimmer, nur nicht so breit. Also ich denke mal, das ist okay. Nur für den Fall, dass wir noch mehr Anwerber bekommen. Kann ja sein. So, wie sieht es jetzt aus? Kocht. Gas näht einen Park. Ich werde verbunden, wenn du vielleicht doch wieder ein bisschen... hier Hightech-Bauteile baust, weil wir haben momentan jetzt genügend Stahl, so halbwegs.
Vor allem so schlimm ist das jetzt auch nicht, was der Stahl kostet. Und ich hoffe nur, dass ich normale Bauteile müssten da ja eigentlich schon wieder so alle drinnen sein, oder? Normale Bauteile, ja. Das passt, das sind ja wirklich nur die Hightech-Bauteile, die hier fehlen. Also ich kann echt die ganzen normalen Bauteile verbauen. Ist also eigentlich okay. Wie viele normale Bauteile sollte ich eigentlich haben? 50, okay, ja gut. Oh, okay, ah, das Gold, der Goldtiefenbohrer ist erledigt. Gut, dann würde ich sagen, neu installieren bei, ja, machen wir mal dahin, hätte ich gesagt. Und in Wirklichkeit müssen wir dann den Strom etwas nach unten setzen. Ich warte, bis das gemacht wird hier. Was ist jetzt los? Ist jetzt, hä? Oh, ach, das Tiefenradar ist kaputt. Na toll. Zum Glück gleich wieder repariert. Ja, meine Leute sind sehr brav. Die reparieren das immer gleich alles. So, und so setzt das Teil nach unten. Und ich habe, was? Ich habe jetzt... Ich habe schon Stahl. Jetzt dachte ich mir schon, ich habe keinen Stahl mehr. Habe ich den Marker falsch gelesen? Naja, gut, die Karawane ist auch wieder angekommen. Sehr schön. Jetzt geht er voran. Warum liegt da ein unfertiges Bauteil? Warum hat der angefangen, Bauteil? Ach Gott, Gas, manchmal machst du mich echt fertig, ne? Zack, so. So, Gas will wieder... Gas tut wirklich lieber nähen, das ist mir aber egal. Ich muss ihn leider zwangsvergattern, dass er hier Bauteile macht. Wir brauchen leider Bauteile. Oh, ein Großhändler, sehr schön. Ein Handelsschiff ist in der Nähe eingetroffen. Sie sind unter dem Namen Wulan Handelsgesellschaft bekannt. Die Wulan Handelsgesellschaft. Ja, bitte ruft doch mal die Wulan Handelsgesellschaft an. So, ja. Was habt ihr denn so anzubieten? Hightech-Bauteile bitte alle. 2. Wow, das ist jetzt nicht so toll. Normale haben wir 21. Okay, was wollt ihr denn? Hier kommt das Zeug, verkaufen wir alles. Ist eh klar. So. Ah, ich bekomme was von Ihnen. Wunderbar. Okay, gut. Passt. Danke. Und Gas läuft immer mittendrin davon. Also irgendwie muss dieses Bauteil bauen echt so schwierig sein, dass Gas das einfach nicht auf Dauer packt. Und jetzt ist er wieder nähen. Ich glaub's nicht. Alter, Gas. Ich weiß, du magst gern nähen. Ich weiß, wir haben sonst keinen, der hier irgendwie Schneiderei so gut kann wie du. Weißt du was, ich setze da... Naja gut, aber wir müssen auf jeden Fall schneidern. Wer kann denn das? 5? 15. Gas ist halt schon echt gut in Schneidern, ja. Das Landale hätte noch 6. Hier, Celia könnte noch, die hat 7. Und Hurst würde, weißt du was, ich packe Hurst auf Schneider, weil der muss eh auch hier was lernen. Mit Hurst ein bisschen schneidern, ja. Weil dann passt das eh, okay. Ist üppige Mahlzeit, ja. Entfernt Dreck, nee, hörst du sonst eigentlich ohne Sonneneruption, okay, gut, dann. Dann hast du jetzt eine Ausrede, Gast, dass du nicht schneidern musst. Er schneidert schon wieder. Ich glaub's nicht. Ach, Gast, was ist mit dir los? Ich möchte doch nur, dass du hier was machst. Aber nee, er muss die ganze Zeit schneiden. Und er schneidet sogar, wenn kein Strom da ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wie der das genau macht. Aber er hat es geschafft irgendwie. Ja. Und er schafft es immer noch. Er schneidet, obwohl kein Strom da ist. Ja, witzig. So, Medizin haben wir noch genügend. Ja, 15, okay. 50, wollte ich sagen.
Nicht wirklich genügend, aber ausreichend. So, der Solarsturm ist vorbei. Das bedeutet, Gas wird morgen nicht schneidern. Auch wenn er das ganz gut kann, aber der wird hier Hightech-Bauteile machen. Na, Gas, das ist deine ehrenvolle Aufgabe. Wir haben richtig viel Sachen hier im Lager. Wie viel Stahl haben wir? 879. Ja, das ist eigentlich ganz gut. So. Mehr Dinge produzieren und vielleicht auch nochmal wieder eine kurze Runde auf der Welt. So, Karawane erstellen. Landale, Polus, Elia und Stachelschwein geht auch mit, damit du mal was siehst von der Welt. Ja. Hier, wir nehmen 100 ist glaube ich zu viel. Wir nehmen 75 mit. So, und hier Medizin 10 Stück. Reicht und ja, wir könnten ein paar Kalksteinbrocken mitnehmen, bringt sicher was. Ja gut, dann nehmen wir eben 8000 Silber mit. Wir bleiben bei 8000. Habe ich sonst irgendwas, was ich verkaufen kann? Ich bin echt momentan ein bisschen... Weiß ich nicht, ja. Ich habe irgendwie momentan eher weniger. Gut, weil ich halt Gas auch nicht schneidern lasse. Aber es sollte eigentlich eh... Komm, mach das mal weg hier. Das sollte eigentlich der... Eben habe ich jetzt Schneidern gesagt. Hier, der Hurst und der Colonel, die haben beide Schneidern. Ja, Hurst, du könntest eigentlich echt nicht Dreck entfernen kommen, du gehst jetzt Schneidern. Ja. Habe ich den Dreck entfernen auf 1 oder wie? Ja, natürlich. Komm, wir machen Reinigen auf 2. So. Oder? Ja, so lassen wir es. Das ist gut so. So, jetzt sollte Hurst eigentlich, genau, Hurst ist am Schneidern und Gas ist am Hightech-Bauteil produzieren. Da ist die Welt in Ordnung, wenn das so funktioniert. Ja, das geht ja eigentlich auch ganz gut. So, wir haben hier ein paar Waffen, haben wir auch noch. Das Lager ist noch nicht... arg gefüllt, das passt gut so. Wie sieht es hier eigentlich da unten jetzt aus? Haben wir da jetzt, was wird denn da, was kommt denn da raus? Ah, da kommt Stahl raus, okay. Gut, das jetzt, bringt jetzt ehrlich gesagt nichts. Also werde ich mal hier verbieten, weil Stahl haben wir eh da und das ist näher. Schade, ich hätte gedacht, da käme vielleicht Silber aus. Ich möchte ehrlich gesagt hier das Uran-Dings auch mal fertig haben. Ah, schön, eine weitere Krypto-Schlafkapsel würde fertig sein. Die Triebwerke, die sind noch ein bisschen schwierig. Ich weiß, ich bräuchte eigentlich nur 3, aber ich mag lieber 4 machen, weil das sieht symmetrischer aus, ja. Das gefällt mir besser so, als wie wenn ich da nur 3 habe, weil dann hängt eins irgendwie so komisch schief drinnen. Ja, das mache ich gar nicht. Weil das ist so, ist das zumindest ein bisschen symmetrisch. So, gut. Herbst hat angefangen. Eieiei. Die Jahreszeiten ziehen durchs Land. Das sieht so mickrig aus. Jetzt sollte ich Holz verkaufen. Berserkerlanze. Ein einmal Psycho-Artefakt, das überwältigt den Verstand des Zieles mit erschreckenden Sinneseindrücken, die es zum Berserker werden lässt. Es gibt ein gewisses Risiko, dass das Gehirn dabei Schaden nimmt. Oh. Es funktioniert über große Strecken und durch Wände. Ich sollte vielleicht öfter solche Sachen machen. Ach, jetzt macht Gas lieber Medizin. Ich glaub's nicht. Ach, Gas, komm. Nein. Nein, und Gas ist schon wieder am Schneidern. Das ist nicht deine Aufgabe, Gas. Das macht Hurst jetzt, ja? Wenn er nicht gerade am... Ach Gott, weg mit dem Ding. Ich will Gas jetzt natürlich das Schneidern nicht ganz verbieten, weil das kann er ja echt gut. Aber es bringt halt auch nichts, wenn er dauernd am Schneiderertisch sitzt, weil wir brauchen Hightech-Bauteile. Hilft einfach nichts, ja. Das ist das Wichtigste. Hightech-Bauteil ist das Wichtigste. Und Gas ist halt trotzdem auch derjenige, der am besten... Was ist das dann eigentlich? Bauen? Nee, bauen kann es nicht sein. Der am besten Handwerk hat, ja. 16 von 20. Da ist ja keiner so gut. Bei Weitem nicht.
So, und Xena, warum machst du nichts? Achso, weil Copeland hier eher am Skulpturkloppen ist. Okay. Naja, es geht ja voran. Leider in einem Tempo, das mir fast zu langsam ist, aber hey, man kann nicht alles haben. Hauptsache wir überleben und zum Glück haben wir heute die Angriffe gut überstanden, ausnahmsweise mal. So, Karawane bei Latuna angekommen, wunderbar. Wir kaufen Hightech-Bauteile. Oh, Menschenfleisch, wow, die verkaufen Menschenfleisch, das ist... Ja, brauche ich auf jeden Fall. So, zwei Hightech-Bauteile ist jetzt nicht so prickelnd. Nehmen wir die normalen Bauteile mit. Was haben wir sonst noch so anzubieten? Stahl? Nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr. Ich habe sonst nichts zu verkaufen. Ich habe ja nichts mehr, ne? Ich habe ja gar nichts mehr. So, okay, gut. Nehmen wir und zurück. Danke. So, wir haben Heu. Zwar nicht so viel, aber naja. Für die ab den 58 Tagen sollte ich da vielleicht runterkühlen. Ich weiß ja nicht. Ich, apropos runterkühlen, ich brauche hier dann noch eine Heizung. Kommt dann da rein. Gut. Ich meine, ich könnte das natürlich ein bisschen runterkühlen. Oh nein, psychisches Brummen, das ist nicht schön. Gut, aber ich meine, das Verderben ist jetzt, glaube ich, bei dem Heu nicht so relevant, weil das ist ja sowieso vorher aufgefressen. Ja, 20 Stück frisst so ein Tier. Eieiei. April bis September. Okay, das wächst ja auch nicht mehr. Wächst ja auch nicht mehr, das Heu. Das ist, toll. Ich weiß nicht. Also irgendwie mit den Rohstoffen für die Tiere, da kommen wir echt nicht weit. So, wird irgendwo am Tiefenbohrer gebohrt? Nee, was macht Jean? Trägt Reis. Gas ist wahrscheinlich am Schneider. Nee, der stellt Medizin her. Oh, das ist jetzt, das kam jetzt unerwartet. Aber witzig, er macht nie das, was ich eigentlich will, dass er macht. Ja? Ich meine, ich kann es ihm immer nur priorisiert empfehlen. Aber naja, ja, ist okay. Ich meine, die machen das schon halbwegs richtig, so ist es ja nicht. Aber Stammesbekleidung bitte nicht nähen, weil das sollte eigentlich Hurst machen. Genau, sehr schön. Ist wahrscheinlich zu viel Verantwortung für Gast, dass er hier die Hightech-Bauteile baut. Packt er nicht so viel Verantwortung. Aber es hilft nichts, Gas. Da musst du leider ran. Was? Kolonisten sind untätig. Das stört mich jetzt schon ein bisschen. So, hast du nichts zu tun? Nee, hat offensichtlich wirklich nicht. Warum kannst du das nicht, So? Ist kein Handwerker. Ja, dann wir doch Handwerker, So. Ich meine, hallo? Kommen wir denn da hin? Handwerk. Da. Vier. So. Auch wenn du das nicht so kannst, machst du das einfach. Weißt du, Leute haben nichts zu tun. Es gibt hier Tiefenbohrer, an denen man bohren könnte, aber Leute haben nichts zu tun. Das ist echt. Nee. Da fehlen mir schon minimal die Worte. Gut, Anton ist kurz vorm schweren Zusammenbruch, weil er das psychische Brummen einfach nicht packt. Ja, das verstehe ich natürlich. Wie sieht's bei Gas aus? Na, komm, Gas. Bitte, mach was anderes. Boah, wir haben jetzt echt hier üppige Mahlzeiten auch. Dieses Essen nährt Körper, Geist und Seele. Das ist ja wunderbar. Sehr schön, ja, wenn wir so hochwertige Nahrung haben, das ist natürlich ideal. Klappt halt nur im Sommer, wo wir hier das Zeug haben, also das angebaut wird, weil im Winter müssen wir uns mit dem Fleisch begnügen.
Boah, wie viele Bauteile brauche ich denn noch? 12? 15? Ah, das wird schon gebaut. 18? 21? 24? 27? 30? Ich brauche noch 30 Hightech-Bauteile. Na, Hilfe. Da kann ich ja, das dauert ein bisschen. Gas stellen wir Mediziner. Nee, Gas bitte hier am Arbeitstisch arbeiten, weil Medizin kommen wir jetzt wieder ein bisschen was zurück. So, Hurst ist am Schneidern. Ah, das Brummen hat aufgehört. Wunderbar. Man sieht's, dass Hurst am Schneiden ist, weil wir hier nur lauter schlechteres Zeug da haben. Oh, und eine riesige große Skulptur, nämlich einen Todesstern. Oder was ist denn das? Ein riesiges Kunstwerk, das einen ganzen Raum dominiert. Rhythmus von Gas. Diese Skulptur ist geformt wie ein Bildnis von Thomas Gas Peterson, wie er mit glänzenden Augen den Handwerksprojekt Hightech-Bauteil Oberflächendetails hinzufügt. Ach, ernsthaft? Okay. Zwei Waffenschmiede bestaunen das Handwerksprojekt. Das Werk deutet das Konzept der Standhaftigkeit an. Diese Inschrift berichtet von dem Ereignis am 1. September 5506, als Gas das Handwerksprojekt Hightech-Bauteil fertigstellte. Kann ich mir gar nicht vorstellen, wenn er immer am Schneidern ist. Wie kann er dann hier Hightech-Bauteile fertigstellen? Heieiei. Aber schön, dass hier Oxana, oder wer hat denn das gebaut? Nee, Copeland hat das gebaut. Schön, dass Copeland hier seine Freunde so einbindet, ja. So. Ah, Karawane der Fraktion Selbstbestimmte Konföderation von Iteron, Piratenhändler, okay. Schauen wir mal, was die so anzubieten haben. Der Manuel. Na, was hat denn der Manuel so anzubieten? Ja, das ist jetzt. Komm, wir verkaufen dem so eine. Die gewaltige Skulptur. Ja. Wow. Habt ihr gar nichts. Sowas. Da sagen die großartig, dass sie Händler sind. Dabei haben sie gar nichts. Na, Wahnsinn. So, Gas Peterson ist hier, oder wie heißt der? Thomas Gas Peterson oder so irgendwie, oder? Thomas Gas Peterson, ja, hey. Schön. Fleißig und Kurzschläfer. Ja, Kurzschläfer ist gut, aber bringt er nämlich viel weiter. Auch wenn er das Bauteil mäßig, ach, der ist schon wieder am Verhungern. Ja, komm, darfst du morgen weitermachen, Gas. Oh, gut, hier ist schon wieder besser gefüllt. Jetzt aber haben wir wieder richtig viel Silber. Naja, gut, richtig viel auch nicht. 7300, aber naja. Besser als nichts, würde ich sagen. Ja, ich meine, es geht voran. Es ist jetzt nicht so, dass gar nichts vorangeht. So, wie viel haben wir da jetzt eigentlich? 12? 22, oder? 5, genau. 22. Und ich habe wie viele Leute? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Gut, ich hätte sogar ein paar mehr Kapseln, als ich bräuchte. Aber komm, wir bauen das jetzt so fertig. Das passt schon so. Nee, Gas, keine Medizin erstellen, Hightech-Bauteile machen. Gut. Das Problem ist nämlich auch eins noch, sobald wir dieses Raumschiff aktivieren. Schiff starten. Genau. Nee, sobald wir das Raumschiff aktivieren, haben wir das Problem, dass da relativ viele Angriffe dann kommen, theoretisch. Ja. Da müssen wir es natürlich noch lange verteidigen, weil das Raumschiff, glaube ich, braucht 16 Tage oder irgend sowas, bis es wirklich vollständig aktivieren kann. Das wird dann noch witzig. Was ist mit euch los? Hallo, Polo und Gas prügeln sich. Weißt du, Gas ist ganz... Ohne sich was zu denken, baut der ein Hightech-Bauteil und auf einmal kommt Polo und knallt ihm eine. Das ist ja echt, also ich finde, das ist... Ich weiß nicht, was das soll, Polo. Was ist mit dir los?
Hast du ein Problem, dass Gas jetzt hier keine Kleidung mehr macht? Ja, dass du kein neues modisches Mützchen mehr bekommst, oder was ist dein Problem? Ah, Krankheit Malaria. Das ist ja ganz toll. So, bitte, du hast Malaria, habe ich gehört. Ich hoffe, das ist nicht ansteckend. So. Worf bitte einmal so, ganz schnell. Achso, Erfolg bereits, okay. Ich bin echt immer noch begeistert, dass wir jetzt diese hochwertigen Nahrungsdinger da bauen. Dass wir echt so viel... Oh, ich sehe gerade, wir haben definitiv nicht so viel Fleisch. Hm. Müssen wir vielleicht doch mal wieder ein paar Wildtierchen töten. Sind ja ein paar da. Es ist nicht viele, aber ein paar, ne, da. Wird Gas leider wieder abgelenkt von... Na gut, Gas ist jetzt sowieso gerade... liegt sowieso gerade im Krankenhaus. Weil er irgendwie ein Problem mit Polo hatte. So, okay, so läuft herum und putzt. Ist okay, ja. Also ich möchte auf jeden Fall, dass Gas, auch wenn er sehr motiviert ist, wahrscheinlich hier Tiere zu jagen, möchte ich nicht, dass Gas Tiere jagt. Genau, was er nämlich jetzt gerade macht. Nashorn rächt sich, ja, ist okay. Es hat sich kurzzeitig im Rahmen seiner Möglichkeiten gerecht. Wir wissen, wie das ist. So. Gut. Aber Gas muss weiterhin an seinem Hightech-Bauteil arbeiten. Das ist ein wichtiges Projekt für unsere Kolonie. Puma rächt sich. Ja, ja, komm. Puma hat sich auch nur kurz im Rahmen seiner Möglichkeiten gerecht. Ist okay. Ja, Hightech-Bauteile, die brauchen... Man braucht schon lange, bis die gebaut werden. Das stimmt natürlich schon. Ich habe noch genügend normale Bauteile. Das passt auch ganz gut. Ja, alles in allem geht schon voran. Das passt eigentlich alles ganz gut so. Ich habe noch genügend Gold. Ich habe auch noch genügend Plastahl. Oh, Aufgabe, versteckte Gegenstände. Machen wir das? Heilernaniten. Nee, komm. Lesen wir uns gar nicht durch. Ist mir viel zu viel Text. So, okay. Oh nein, war wieder. Haben die wieder irgendwo eine Boomalope getötet in meinem Heimatgebiet? So, und drei Hightech-Bauteile sind wieder fertig. Wunderbar. Gas hat sich während er arbeitet, hat er sich vollständig erholt. Ja, das ist ja mal lobenswert, ne? Gut. Oxena macht hier Kunstwerke. Sehr schön, am Schneiden ist keiner. Das sollte eigentlich Hörst tun, aber der ist... Ach, der benutzt das Teleskop. Ja, ist okay. Gut, und Gast spielt jetzt Billard. Das ist auch okay. Ist ja jetzt Ruhezeit, ne? Oh, da sind neue Wildtiere gekommen. Die müssen wir natürlich auch gleich töten. Weil wenn wir schon mal am Töten sind, dann schon richtig. Wir müssen die ganze Tierfauna töten. Ja, Fauna. Schon Fauna. Ja, schon. Doch. So, und da wird's Nacht und ruhig. Ach, gut, ich habe doch hier einiges an Kleidung wieder zu verkaufen. Warum hat Celia jetzt das angebrauchte, meisterhafte Kleidungsstück genommen? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, gut, weiß man nicht so genau. Okay. Es wird schon, irgendeinen Sinn wird schon machen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Moment, aber Skulpturen. Achso, Skulpturen. Ich habe jetzt hier beim Verkaufslager genau nur übel bis gut. Also bessere Skulpturen kommen da jetzt wieder gar nicht mal rein. Ach, weißt du was? Müssen wir leider auch anders machen. Ich werde das jetzt verkleinern.
dann kann, komm, machen wir dann ein neues Verkaufslager. Nein, ach, ich wollte die... Ach, ernsthaft? Ich wollte die nicht erweitern. Ich wollte da ein neues Verkaufslager reinpacken. So, dürfte ich jetzt bitte? Danke. Lagerzone. Jetzt geht's, oder? Ja. So, und das ist dann VKL. Kunst. Kunst und Krempel. Ja, weil das Problem ist nämlich jetzt, dass jetzt die Kunstwerke da nicht reinkommen. Weil... Alter, wieso prügeln sich meine Leute dauernd? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Geht's denen so gut? Offensichtlich ja schon, oder? Kunst, genau, hier. Die kommt da rein, weil das Problem ist, hier kommt zwar die Kunst jetzt auch rein. Aber eben nur, das Problem ist, dass hier nur die übel bis gute Kunst reinkommt. Und das ist natürlich blöd, weil ich möchte die andere Kunst ja auch verkaufen, ja. So, und übrigens, wir haben neun Rekruten. Shu versprach Legend Gnade und fragte, ob er mitmachen will. Legend hat angenommen. Yay. Was kann der Legend so? Was ist der so? Flüchtling? Okay. Eifersüchtig, unerschütterlich, gutes Gedächtnis. Verweigert handwerklich. Ja, toll. Aber kann der denn eine Waffe tragen? Sollte ja gehen, oder? Ja. So, Sor, du solltest vielleicht dich behandeln lassen. So, einmal kurz behandeln. Und Gas, was macht Gas? Der schläft. Okay. Der Gas, der schläft. Toll, jetzt ist still geworden. Krankheit, Grippe. Na toll, Sor ist an Grippe erkrankt. Was? Der hat echt ein schlechtes Immunsystem, kann das sein? Irgendwie ja schon, oder? Dass der eigentlich dauernd an allem erkrankt. Worf, bitte, bitte. Also wird schon von Legend. Oh, Legend, kannst du das überhaupt? Ja gut, das ist gar nicht mal so schlecht. Gast, du sollst nicht jagen gehen. Legend, ist der gut als Arzt? Moment, hier mal den da. Ja, 6 von 20 ist okay. Jetzt nicht sonderlich gut, aber ist okay. So, hier brennt es wieder. Ist okay. So, Gas ist fleißig am Arbeiten. Wunderbar. Mir fehlt es an nichts. Stahl wird wieder ein bisschen weniger, aber vielleicht, ja, Landale bohrt. Wunderbar. Was will man mehr? Was will man mehr? Oh, Copland hat Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Na, das ist ja toll. Vielleicht sollten wir doch wieder ein paar Leute die Kochlizenz entziehen. 14 von 20, 14 von 20, 15 von 20. 7 von 20. Ich glaube, ich werde Jean eher mal wieder nicht mehr so viel kochen lassen. So, das Ding ist verrückt geworden. Okay, gut. Weiß nicht. Warum greifen wir die eigentlich nicht an? Hm? Jetzt greifen wir die an. Wunderbar. So gut, aber jetzt glaube ich, lasse ich es, weil sonst habe ich wirklich zu viel Fleisch. Boah, Legend ist voll brav. Der macht irgendwie alles. Was die anderen nicht machen wollen. Der verarztet auch. Das ist... Wow. Oh, Gas hat Hunger. Ja. Das kann ich gar nicht verstehen. Ach, jetzt hat Polo auch eine Nahrungsmittelvergiftung. Boah, wer hat hier gekocht? Leute, wer hat hier gekocht, obwohl er das nicht tun hätte sollen? Ach. 4, nee, komm. 6 ist okay. Alles über 5 packen wir auf 3. Oder? Ne, komm, wir haben gerade echt genügend Nahrung. Hier, Sean, der will es zumindest lernen. Hurst braucht es nicht lernen. Stachelschwein auch nicht. Legend auch nicht. Also Sean wird auf jeden Fall ein bisschen, der will es zumindest lernen.
Anton, glaube ich, hätten wir ja auch zumindest mal versucht, dass das lernt, oder? Ja, ich möchte nämlich jetzt nicht, dass wir zwar so viel Nahrung haben, aber dann alle an Lebensmittelvergiftung erkranken, weil die alle nicht kochen können. Das wäre nicht so toll. So, Gas ist nicht sehr entspannt. Ah ja, bei der aktuellen Erwartungshaltung himmelhoch fällt jede Toleranz um 7% pro Tag. Es wird empfohlen, 6 Entspannungsarten zu haben. Gut, wir haben, glaube ich, 6 Entspannungsarten. Chemikalien einnehmen, Bier in der vorletzten Zeile. Okay. So, gut, und jetzt? Oh, er besucht ein Grab. Ja, das erlaube ich ihm. Das ist okay. Ach, das entspannt ihn. Okay, er besucht ein Grab, das entspannt ihn. Ja, verstehe. Gas, wenn das so ist für dich. So, Jagdhase. Nee, du gehst nicht jagen. Du gehst Bauteile bauen, Gas. Das ist deine Bestimmung. So, und hier so. Ah, okay, die Kryptoschlafkapseln. Die sind beide schon fast fertig. Okay, cool. Und die prügeln sich schon wieder. Ich glaub's nicht. Leute. Eieiei, ja gut. Also das mit dem Prügeln, das geht gar nicht. Ja, und ich glaube auch, wir lassen das jetzt für heute. Weil wenn die sich dauernd prügeln, das ertrage ich so nicht. Das geht gar nicht, ja. Also ich würde sagen, für heute soll es das gewesen sein. Hat mir schon wieder eine relativ lange Folge, ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Es hat mir wieder richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, und ich denke, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann könnte sogar passieren, dass wir die Rakete starten, weil die jetzt fast fertig ist. Oh, ein Käferbefall, den müssen wir fast noch bekämpfen. Nee, müssen wir nicht. Doch, müssen wir noch. Wir müssen den Käferbefall noch bekämpfen. Das tut mir sehr leid. Nee, das machen wir nicht mehr. Das machen wir nächste Folge. Hey, haha. Nächste Folge werden wir den Käferbefall bekämpfen. Ich hoffe, ich vergesse das nicht. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute.